So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ich muss mal ganz kurz gucken hier. Irgendwie. Warte mal kurz. Irgendwie hat OBS gerade hier Renderverzögerung auch wenn mein CPU gar nicht ausgelastet ist. Aber so, das Bild ist alles, ne? Ja, es funktioniert alles. Ich mach mal kurz zurücksetzen und guck mal, ob die Zahl dann größer wird nochmal. Irgendwie in der vorigen Folge, da kam man wohl PAM mit dem Encodier nicht hinterher. Obwohl die CPU gerade mal, also nicht mal zu 50% ausgelastet ist, so. Kann sein, dass jetzt mit dem Fahrradfahren so viele Bewegungen im Bild ist, dass es dann doch too much ist. Kann man noch mal ein bisschen schneller. Ja, da kommt er gleich hinterher. Also, das funktioniert. Na gut, fahren wir mal wieder normal. Ja, keine Ahnung, wo er sich denn immer da wieder verschluckt hat. Die Wege von OBS sind unerkundlich. Und ergründbar. So, immer schön, lass dich mal die Augen offen halten hier, wie irgendwelche Sachen, die man looten kann. Sowas wie Baumstumpfe oder. Wir können eigentlich auch mittlerweile mal richtige Bäume fällen, ne? Jetzt haben wir ja eine Axt oder so, also. Wir haben sogar eine Spitzhacke. Wir können also sogar mal irgendwann mal auf Steinsuche gehen. Und ich glaube, das müssen wir auch, weil wir müssen irgendwann ja mal anfangen, unser Haus zu verstärken. Das Problem ist halt, Steine abbauen kostet halt auch wieder extrem Stamina. Und mit unserer aktuellen Nahrungssituation, ich weiß nicht, ob wir da irgendwie sinnvoll vorankommen. Ich fahre jetzt hier einfach querfeldein, Alter, lol. Wo gibt es eigentlich Straßen? So. Verstehst du, wie ich meine? Das ist da vorne direkt mal eine Straße, aber die geht genau quer. So, nehmen wir das Ding hier mit. Na, natürlich kein Ei drin. Ich will auch gar nicht wissen, wie groß die Folgen werden. Ne? Dadurch, dass wir hier sehr viel rumfahren, das muss ja eine Bitrate sein, die hierbei entsteht. Das ist ja abseits von Gut und Böse. Guck mal, das ist auch ein Händler, oder? Ah, nee, ist noch eine Stadt. Das war nur eine kleine Stadt, lol. Einmal mal super bergauf hier. Weißt du, schafft keine drei Spatenstiche, aber hier 45 Grad bergauf. Guck mal, wie hinten durchrutscht, Alter. Aber keine drei Spatenstiche schaffen, ey. Das ist ja wieder typisch. Verfolgt uns gerade jemand? Oh, boah. Boah, noch 800 Kilometer. 2 Kilometer sind länger als man denkt, ne? Selbst mit dem Fahrrad. Halt. Ist schon ganz schön Stücke. Heieiei.
Das heißt, ist natürlich die Frage, ob wir denn bei dem überhaupt Missionen machen wollen, weil wir müssen ja immer wieder zu unserer Base zurück. Oder umziehen. Mal gucken, was das für eine Stadt ist. Also wenn es eine richtig schön große Stadt ist, dann erwäge ich es vielleicht sogar irgendwann mal umzuziehen. Aber, weil wie gesagt, da müssen wir unser ganzes Zeug mitschleppen. Und ich habe keinen Plan, wie wir das machen wollen. Also, das wirklich nur, wenn es sich hart lohnt. Aber gibt es sonst keine Händler in der Map oder was? Das ist ja hier. Obwohl. Auf der Karte sieht der Entfernung gar nicht so groß aus, ne? Das holt nehmen wir mal mit, der Kühler Grüller, ganz ehrlich. Da haben wir definitiv genug von. Oh, ist das Sulfat? Das müsste Sulfat sein, ne? Kann man jetzt was mitnehmen? Weil, wenn wir wirklich irgendwann mal anfangen wollen mit dem Beten, und das möchte ich auf jeden Fall, dann werden wir das actually echt gut gebrauchen können. Weißt du was? Das ist ja aktuell Tag 5. Wir werden mal bei dem neuen Händler erstmal eine Weile bleiben. Ich weiß, klingt erstmal total verrückt. Aber ich möchte mal gucken. Also, wenn es eine richtige Stadt ist. Wenn es bloß so ein kleines Kaff ist, dann natürlich nicht. Dann gehen wir direkt wieder zurück und das war's dann. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Schon wieder hängt der hier. 300. Nehmen wir hier nochmal was mit. Wobei, nee, das kostet jetzt mit zu viel Ausdauer. 300 reicht erstmal. Was soll ich gerade sagen? Genau, da bleiben wir nämlich erstmal dort. Und, oh ja, das scheint doch eine größere Stadt zu sein. Oh ja, doch, hier scheint es definitiv größere Gebäude zu geben. Aber keine richtig großen Gebäude, sondern nur ein paar mehr, sag ich mal. Okay. Dann würde ich mich tatsächlich mal versuchen, hier zu bleiben und hier den Mond, Blutmond zu überstehen. Na? Also von der Grundfläche her ist die Stadt auf jeden Fall größer. Kannst du mir sagen, was du willst. Gut, dann bleiben wir erstmal hier.
Den müssen wir uns zwar hier neu häuslich einrichten und so. Und wir haben auch natürlich kaum Stuff mitgenommen. Aber ich meine, sag mal so, das Wichtigste sind eh die Werkzeuge. Viele Sachen haben wir ja nicht. Ja. Howdy, Survivor. Gratitude, friend. Ja, ja. Hast du welche Aufgaben bei dir? Zum Beispiel vergrammte Vorräte. Nö. I really admire you, friend. Brilliant. I guess this kind of makes us friends now. Junge. Warum sollte ich mit dir befreundet sein? Wenn du einen Freund brauchst, frag deine Hand. Rein. So. Dann schauen wir uns actually mal ein bisschen in der Stadt um und versuchen mal so einen ersten Eindruck davon zu bekommen. Vor allen Dingen, wo wir uns da niederlassen. Für den ersten Blutmond. Auf dem Dach da zum Beispiel. Sieht schön geräumig aus. Oder auf dem Dach dort. Oder wir nehmen eine kleine Hütte und graden die ab. Also machen die halt, ne, so mit Steinwind und sowas alles. Voll aggressiv hier alle. Was ist denn los mit denen? Komische Nachbarschaft. Doink, 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 doink. Ah, lol. So. Alle aufstehen hier. Aber jetzt da. Weg da. So, was gibt's hier? Hier gibt's ja mal gar nichts. Okay. Nee, das nehme ich also alles erstmal nicht mit, weil. Repariert werden? Ernsthaft? Ich nehme aktuell so wahrscheinlich bloß Essen mit. Weil ich werde es gleich essen. So. Ansonsten nur Sachen, die wirklich gut sind, wie halt zum Beispiel, weiß nicht, eine brennende Schaftmod oder sowas. Oder leere Gläser, also Sachen, die wir eh schon haben. Keiner da? Okay. Oh, hier wird Harry Potter. Nice. So. Oh. Hey, bringt eigentlich alles gar nichts. Die Kleber kann ich eigentlich auch hier lassen, ganz ehrlich. Natürlich wieder alles für Scheiß dabei haben. Warum haben wir unser Bett dabei? Haben wir unser Bett mitgenommen? Was? Wann habe ich mein Bett mitgenommen? Warum habe ich mein Bett dabei? Was zur Hölle?
Wow. Drei auf einem Schlag. Nö. Ganz ehrlich, ich glaube, sehr gut. Ui, okay, das lohnt sich dann doch schon. Okay, dann holt sich das hier auf. Dann nehme ich die auch mit. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wobei, siehst du, den Nägel kann ich auch mit dem. Kann ich nämlich hier irgendwo eine Kiste aufstellen, vielleicht. Was hast du, was die nicht hat? Jetzt sogar drei freie Fächer. Die Waffe hier schon echt gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob die Waffe genauso gut funktioniert. Was machen die da unten alle? So, was ist der Händler überhaupt? Ach, da hinten ist der Händler. Okay. Ah, 2,2 Kilometer zu unserem Haus. Ah, das ist schon ganz schön Stücke. Deswegen habe ich gesagt, die Frage, ob wir uns hier irgendwo niederlassen. Kann man eigentlich zwei Gebietsschutzblöcke aufstellen oder müsste man mal probieren, ne? Ich meine, so teuer sind die, glaube ich, gar nicht. Da könnten wir uns auch hier irgendwo hinklappen. Da könnten wir uns auch schon wieder, Alter. Kleine Mutterwerkzeugtank. Ich glaube, die machen dann doch erstmal eher Sinn. Friend, I'm in great. I look forward to seeing you. So, wir mal gucken, hier Gebietsschutzblock. Fertigen. Siehst du, wir können doch hier erstmal Sachen durchsuchen, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben das Spiel durchgespielt. So, hier haben wir sogar ein bisschen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine Kiste irgendwo. Die ganze gute Zeug. Wobei, jetzt kommen wir zu essen dabei, ne? Ich kaufe das Ding mal. Und esse es dann auch direkt. Geht hier gar nicht. So, jetzt so. So, gibt hier sonst noch irgendwas? Hier ist ein bisschen. Nee, brauchen wir erstmal nicht. Ui, noch eine Stufe 3 Axt, aber ne. Zwei davon ist erstmal unnötig. Ich kann ja kaum wenden, Alter, was ist denn los hier? Hat der hier sonst gar nichts? Keine Schmiede, kein Nix, nix? Alter, was ist denn los mit dem? Armer Typ. Den haben sie aber bei dem Gebäude echt voll über den Tisch gezogen. So, 130 Meter. Wo lassen wir uns nieder? Das ist eine echt gute Frage.
Wobei die Stadt schon echt groß zu sein scheint. Selbst da hinten am Horizont sehe ich immer noch Häuser. Tja, dann sollten wir wahrscheinlich doch eher hierhin umziehen. Das macht dann wahrscheinlich doch schon Sinn. Ja, leere Dinger immer gerne. Da habe ich ja noch ein paar. Hey! Mann! So. Kisten gibt's hier keine. So, Essen. Oh. Ja. So was können wir leider erst mitschleppen, wenn wir hier eine Base haben. So, wo sind die Vorräte? Da sind die Vorräte. Die Vorräte sind unter uns. Okay. Das heißt, hier muss es irgendwo noch runtergehen. Die Frage ist nur, wo? Hier zum Beispiel. Lol. Weggesmashed Brot. Boah, Alter, ich würde schon gerne Kleber mitnehmen, ne? Ich finde so viel davon. Bei Kleber wäre es echt schade drum, den nicht mitzunehmen, weil den werden wir wohl noch ein paar Mal brauchen. Wo war der andere? So. Den können wir mal, den können wir echt mitnehmen. Leere Gläser auf jeden Fall auch. Hier ist gar nichts. Sonst gibt es hier eher nichts. So, jetzt ziehe ich die Dinger aber gleich mal nach unten hier, damit wir, wenn wir mal bei Wasser vorbeilaufen, die Dinger gleich mal auffüllen können. Und ich muss unbedingt mit unserem Bett aufpassen. Sieht ja behindert aus. Das sieht ja hier sehr hart eingestürzt aus. Die Frage ist, wo geht es jetzt hier lang? Müssen wir da hoch? Wieder auf dem Dachboden. Ah! Aber mit Kisten. Pfeile, ne. Buch lesen immer gerne. Was ist das? Alter, nämlich dieser macht uns bloß zu langsam. Stahlknüppelteile. Können wir uns einen Stahlknüppel überhaupt bauen? Wenn nicht, lasse ich ihn nämlich direkt wieder hier. Stahlknüppel. Nee, können wir es noch nicht bauen. Dann lassen wir die Dinger auch direkt hier. Ja. Direkt in den Rachen schieben. So. Und jetzt? Ah, wir müssen ja noch die Vorräte suchen. Wo waren die? So, 3 Meter, 2 Meter, 1 Meter, bumm. Dankeschön. So.
Dann gehen wir am besten aus dem Wege, mit dem Wege raus, wie wir reingekommen sind. Also, alles andere ist nämlich verschlossen. Kommen wir hier hoch? Achso, siehst du, ich mit meinem... Yeah. Das nenne ich mal Skill. Ach, diese Art Athletik-Dinger da, Mod-Skill ist schon echt cool. Und das Schöne ist, wir kommen zurecht wieder bei unserem Fahrrad raus. Ist das nicht genial? So, der Händler ist da hinten. Dann fahren wir noch schnell zurück und dann haben wir doch in der Folge echt viel geschafft sogar. Auch wenn ich immer noch nicht genau weiß, wo wir uns niederlassen wollen. Aber das können wir auch noch in der Nacht gucken. Wobei in der Nacht gucken ist schon echt schwierig. Ich glaube, wir sollten jetzt schon gucken. Und da hinten ist so ein kleines Häuschen. Ich glaube, da fahren wir mal vorbei. Wobei ich nicht weiß. Ja, schwierig. Vielleicht suchen wir uns erstmal ein Gebäude mit einem schönen flachen Dach und lassen uns dort einfach auf dem Dach nieder. Speak with me, friend. You've made my day. And here is the payment. So. Beseitige Zombies, vergrabene Vorräte. Können wir mal das mal. Jetzt haben wir eine ordentliche Schuppe. So. Ich würde. Ach, guck mal, ist sogar schon in die Richtung, wo ich gerade hin wollte. Da ist sowieso ein richtiges Haus. Mal gucken, wie das Ding aussieht. Aber ein bisschen abseits wäre schon gut von der Stadt, weil in der Stadt dürfte in der Nacht gerade, in der Nacht, relativ viele Zombies spawnen. Deswegen wäre so ein kleines Haus, was so ein bisschen abseits liegt, doch schon irgendwo, würde ich jetzt mal sagen, besser. Natürlich absolut kein Plan. Und da haben wir sogar eine richtige Mauer drumherum. Kann man also auch gut verteidigen, wie es aussieht. Von daher gucken wir uns das Ding mal an. Oh, ein Häschen. Oh, wie süß. Noppelhäschen. Guck euch das Ding nochmal an. Das ist doch zum Verteidigen top. Ist zwar bloß Holz, müssen wir also upgraden. Oh, abgesehen darf. Oh nee, doch, ist zu groß. Ist zu offen. Hallo. Einfach mal weggesmashed, überhaupt. Ja, ne, ist bloß ein kleiner Ableger, ist aber hier genauso bewohnt wie das andere Ding auch. Also auch keine wirklich geeignete Stelle. Mal so in die freie Sicht, kann man besser umgucken, was hier so abgeht. Hey, da hinten ist kein rotes Haus. Das war doch ideal. Auf jeden Fall müssen wir jetzt was für die Nacht schon mal finden. Das heißt, es sollte ein Gebäude sein, was schon einigermaßen stabil von Grund auf Haus ist. Damit wir doch die Nacht überleben können jetzt. Denn, wie wir alle wissen, the winter is coming. Okay, hier gibt es auch hier schöne große Stadt. Sehr praktisch. Wo ist jetzt eigentlich nochmal der Händler? Der Händler war...
Da vorne. Das heißt, wir sollten auch eher in die Richtung suchen, damit wir zumindest einigermaßen nah am Händler sind. Aber sieht nicht aus, als wenn hier geeignete Gebäude wären. Das ist hier alles schon sehr zerkluftet. Ich meine, um jetzt die Nacht zu überleben, klar, keine Frage, aber ansonsten... Guck mal, hinten das blaue Gebäude zum Beispiel, das sieht doch relativ gut aus. Wobei das auch schon relativ kaputt aussieht und vor allen Dingen auch irgendwie ein bisschen... Doch ein bisschen zu groß. Also die Nacht jetzt, da kann man hier auf jeden Fall schon mal gut verbringen. Bei dem grünen Gebäude, meine ich jetzt so. Das sieht doch sehr begehbar aus. Ob wir hier bleiben werden? Ich wage es ein bisschen zu bezweifeln. Sich gegenseitig. Tja, muss man nur schauen, wie man hier weiter hochkommt. Ich glaube mal, hier komme ich nicht hoch, ne? Nope. Das heißt, wir müssen uns da doch erstmal hochbauen. Jetzt ist natürlich das Blöde an den Dingern, die kann man nicht einfach so wieder abbauen. Das heißt, ich muss mir doch trotzdem erstmal Rahmenformen, also normale Rahmenformen bauen. Damit ich mich mit denen irgendwo hochbauen kann. Dann machen wir mal 5 Stück. So, du kommst noch da, du kommst noch da. Kann ich gar nicht mehr abbauen, lol. Wie der mich gehauen hat. Der macht einen Krach beim Hinfall, Alter. Der fällt die gesamte Physik zusammen. Kann man die zumachen? Nee, kann man nicht. Sad life. Aber es müssen schon mal ein paar Nägel, um uns ein paar Kisten zu bauen. Für den Fall. Oh. Wofür ist denn der gut? Ein Vorschlaghammer. Da kann man seine besten Waffen, um Schädel einzuschlagen. Kann mit der Robotik repariert werden. Kann zu Eisen zerlegt. Okay, also nur als Kampfwaffe. Schade. Jetzt muss ich auch keinen Baum brauchen. Lol. Gut, ich gehe jetzt einfach wieder aufs Dach rauf. Und hier werden wir die Nacht jetzt erstmal verbringen. Oh, guck mal, ich muss auch gucken, ob wir hier actually irgendwas machen können. Also andersrum, ob Zombies hier irgendwas machen können.
Nicht, dass sie raufkommen. Oh ja, doch, die Zombies könnten unten raufkommen. Das heißt, das wäre dann auch der offizielle Weg, um wie man hier reinkommt. Verstehe, verstehe. Dann sollten wir den vielleicht unterbinden, indem wir hier zum Beispiel das Ding einfach mal in der Mitte lauen. Ne, für uns mit unseren Sprungkünsten reicht's aus. Das heißt, wir können hier von Dach zu Dach springen und sehr agil agieren. Die Zombies hingegen halten nicht. Das ist doch sehr geil. So, hier müssen wir aufpassen. Okay, Deck ist frei. Und das heißt, wenn es auf dem einen Dach zu brenzlig wird, gehen wir einfach aufs nächste Dach. Und dann müssen sie sich zumindest einen neuen Weg suchen. Das heißt, gerade für den Blutmond ist das eigentlich ideal. Ist doch geil, oder? Gut. Gleich ist es 22 Uhr, by the way. Wir machen aber für die Folge erstmal Feierabend und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.